Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video hier aus meiner kleinen Werkstatt. Heute geht es darum, den Service an dem Rockshot Vivid Coil zu machen. Den habe ich auch selber noch nie gemacht und damit ihr euch ein Bild machen könnt, ob der Service wirklich so einfach ist und auch ihr den zu Hause machen könnt, würde ich sagen, wir starten direkt los. Doch schauen wir uns doch erstmal an, was wir für den Service, für den Rockshot Vivid Coil benötigen. Wir brauchen auf jeden Fall einmal neue Buchsen. Das Service-Kit, das große, 2/13er Maulschlüssel, einen Bandschlüssel, um später nachher den Ausgleichsbehälter zu leeren, Reinigungszeug, Isopropanol, natürlich das 3WT-Gabel und Dämpferöl. Ein bisschen Spezialwerkzeug brauchen wir auch. Ich habe hier günstig mal geschossen, einmal den Schlüssel, um nachher hier das zu lösen. Da ist auch gleich der Ventiladapter mit dabei. Da müsst ihr einfach mal schauen, ob ihr das vielleicht auch mal bei eBay Kleinanzeigen oder so günstig schießen könnt. Und das ist zum Buchsen auspressen. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine spitze Nadel, einen 10er Torx, einen Imbusssatz, einen Schlüssel, um das Strahlerventil zu lösen. Später brauchen wir auch einen 10er Imbus. Ich habe mir auch nochmal bereitgestellt einen kleinen Ratschenkasten. Später brauchen wir dann auf jeden Fall auch noch einen Messschieber. Und da das Ganze ganz schön ölig wird, auch ein paar Gummihandschuhe. Ja, und ich würde sagen, wir bauen einfach erstmal die Feder ab und dann tauschen wir die Buchsen. Um die Feder am Dämpfer zu lösen, schrauben wir einfach hier oben locker und schrauben die Feder einmal ganz hoch, die Verstellschraube, um dann hier unten den Federhalter zu entfernen. Den können wir erstmal zur Seite legen, um dann die Feder herauszuholen. Und nun fangen wir einfach oben an. Können wir hier schon mal die Buchsen auspressen. Das ist mit dem Buchsenauspresswerkzeug von Rockshox wirklich super einfach. Das setzt man einfach nur an, spannt es, nimmt sich den 2/13er Schlüssel, auf Ring oder Maul, das ist auch völlig egal, und kann den hier eigentlich ganz entspannt natürlich gut fest. Aber jetzt hat sie sich gelöst. Es gibt da sicherlich auch andere Methoden, um die Buchse da rauszuholen. Aber ich würde jetzt ungern hier jetzt mit einem, ja, Aufsatz rumprügeln. Und somit ist die erste Buchse draußen. Und nun kümmern wir uns um die zweite gleich direkt. Und hier auch dasselbe Spiel. Aber somit kriegen wir ganz entspannt, in Anführungsstrichen entspannt, die Buchse heraus. So, raus ist sie. Das Werkzeug benötigen wir dann auch nicht mehr. Das ist wirklich nur zum Auspressen, nicht zum Einpressen. Und zum Einpressen machen wir jetzt gleich ein bisschen Einmaß. Und können das auf jeden Fall erstmal zur Seite legen. So, um die beiden Buchsen, die neuen Buchsen, wieder einzupressen, nehmen wir uns ein bisschen Fett und schmieren die Buchse damit ein. Und können die dann ein bisschen aufpassen, dass es sauber sitzt. Sie entsprechend mit dem ja, nicht so weit. Ja, minimal ein bisschen geht noch.
Und somit ist die Buchse dann auch wirklich sauber eingepresst. Das gleiche machen wir natürlich auch mit oben. Sauber eindrücken. Gut kontrollieren. Ach, hier geht noch ein bisschen. Zack. Auch die zweite neue Buchse. Wunderbar eingedrückt. Und somit können wir den Dämpfer jetzt auch schon mal einspannen. Und uns ein bisschen Platz machen. Weil jetzt lösen wir hier oben mit einer 10er Torx die Schraube. Plopp. Und dann mit einem kleinen Imbus, Zweier oder irgendwas, die Luft herauszulassen. Und das war's auch schon. Somit können wir uns den Schrader Ventilschlüssel nehmen. Versuchen mit der Nadel das Ventil rauszuholen. Zack, da ist es. Und jetzt als nächstes ist hier so ein Sprengring drin. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass er euch nicht um die Ohren fliegt. So, da ist er, so sieht er aus. Und jetzt können wir mit dem Ventiladapter den hier aufschrauben. Schon das erste Teil. Zack. Herausholen. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein Tuch. Deswegen das hier rum. Und nehmen uns dann den Bandschlüssel, um den Ausgleichsbehälter zu lösen. Den brauchen wir dann auch erst wieder später. Den können wir erstmal zur Seite packen. Aber hier wird jetzt ein bisschen Öl rauskommen. Eigentlich hätte man spätestens jetzt die Handschuhe anziehen sollen. Weil, wie man das gut erkennt, wird es ab jetzt gut ölig. Das mache ich jetzt auch mal kurz. Und wir wollen den Dämpfer auch einmal erst komplett auseinander. Und hier ist auch noch was drin. Ah, falsche Richtung. Das kann man so rausdrücken. Da ist es. Und somit ist der Ausgleichsbehälter leer. Ich kann hier noch ein bisschen reinigen. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall auch einen Eimer für das alte Öl. Denn jetzt können wir hier oben mit dem Spezialschlüssel einmal lösen. Das könnte sein, dass das gut fest sitzt. Einmal lösen und jetzt auf jeden Fall einmal komplett aufschrauben, herausholen und über dem Eimer abtropfen lassen und auch erstmal zur Seite legen. Und hier fällt gleich noch was raus, sollte es eigentlich, tut es aber nicht. Da ist es. Das Füllungsrohr noch abnehmen und somit sehen wir, dass hier auf jeden Fall auch schon sich eine Dichtung verabschiedet hat und demnach der Service bei dem
auf jeden Fall vonnöten war. So Freunde, jetzt geht es darum, die ganzen Einzelteile einmal komplett sauber zu machen. Wir können quasi den Hauptbolzen hier schon mal einspannen, weil den müssen wir hier oben noch die Schraube lösen. Und damit ihr natürlich auch wisst, was ich hier alles so verbraucht habe und gebraucht habe, haue ich euch alles unten in die Videobeschreibung rein, also welche Werkzeuge ihr braucht, welches Service-Kit ihr braucht, welches Öl und so weiter und so fort, damit ihr auf jeden Fall am Ende auch alles habt. Falls ihr euren Service hier an dem Vivid Koi auch mal selber machen wollt. Wie gesagt, jetzt alles schön einmal vom Öl freien, das heißt gut alles mit Isopropanol einsprühen. Alles richtig schön sauber machen. Und dann können wir auf jeden Fall auch schon mal anfangen, die alten Dichtungen rauszumachen und alles kontrollieren, einmal reingucken, ob nichts beschädigt ist. Und dann hier auf jeden Fall auch einmal das Tuch tauschen, damit wir den Dämpfer dann auf jeden Fall auch gleich wieder zusammenbauen können. Hier können wir jetzt auf jeden Fall mit der Nadel schon mal die alte Dichtung runterholen. Zack. Und dann das gute Stück auch einmal mit Isopropanol reinigen. Das Gute an dem Service Kit ist wirklich, dass alles dabei ist. Ihr habt das Schraderventil neu, ihr habt alle IPS-Schrauben, nennen sie sich, glaube ich, dabei, alle Dichtungen, da ist wirklich alles dabei, was ihr braucht, um hier den Service, selbst der Sprengring ist mit dabei, das kann man also auch zur Seite. Hier werde ich dann später nachher noch einen anderen Aufkleber drauf machen. Da das aber nicht Teil des Videos ist, werdet ihr das nicht sehen, aber nicht, dass euch wundern, dass nachher mein Ausgleichsbehälter anders aussieht. Und auch hier sind Dichtungen drin versteckt. Hier auf der Seite einmal. Einmal eine Gummidichtung, die ist runtergefallen. Da. Na. Da ist sie. Ha, falsche Seite. Und dann ist hier noch so ein, ja, ich nenne es mal Plastikplättchen. Auch hier noch ein schönes Gewinde sauber machen. Und auch hier nochmal kontrollieren. Sieht auch alles super aus. Stellen wir sie auch zur Seite. Die Verschlusskappe. Auch hier ist natürlich eine Dichtung drauf. Da ist sie. Das machen wir schön sauber. Mit dem guten Isopropanol. Bremsenreiniger würde ich euch übrigens nicht empfehlen. Bei den ganzen Dichtungen, die hier dabei sind, da kann es sein, dass es der Bremsenreiniger auf jeden Fall zu aggressiv ist. Und den würde ich nicht nutzen. So, und das letzte Stück. Da haben wir auf jeden Fall hier auch die Entlüftungsschraube. 10er Torx. Zack. Kommt auch zur Seite. Und hier sind zwei Dichtungen. Einmal die schwarze. Das ist eine Gummidichtung. Und dann haben wir nochmal darunter eine blaue. Das ist so Hartplastik. Die ist auch ein bisschen schwerer abzumachen. Aber da haben wir sie. Die sieht dann so aus. Und auch nun können wir hier alles schön sauber machen. Damit der Dämpfer dann am Ende wirklich wieder richtig akkurat arbeitet. Und das tut, was er tun soll. Bevor wir den jetzt hier sauber machen, da war ich auch ein bisschen zu voreilig, nehmen wir den hier nochmal mit dem Schraubstock. Spannen den hier ganz vorsichtig ein. So, holen wir den jetzt mal hier wieder raus. Das gute Stück. Machen wir das auch erstmal sauber. Das ist nämlich unsere gute Einheit hier für die Compression. Ups, da fällt auch schon die Dichtung ab. Zack. Und wie ihr vielleicht schon seht, sind da eigentlich ganz schön viele Dichtungen verbaut. Hier haben wir nämlich gleich wieder die nächste. Unten dran ist noch eine Dichtung. Die entfernen wir auch gleich.
kleinere. So. Und jetzt müssen wir mit dem 10er Mauerschlüssel, beziehungsweise das machen wir gleich, erstmal Platz, immer Platz, zum sauberen Arbeiten. Haben wir schon hier, wollen wir alles reinigen. Ist doch gar nicht schlimm, dass diese Propanol hier einmal durch den Ausgleichsbehälter fließt. Dann haben wir dann auf jeden Fall wirklich alles richtig schön sauber gemacht. Auch hier einmal ein Tuch richtig schön rein. Mal kontrollieren. So, nochmal rein. Und die beiden Schrauben kümmern wir uns gleich auch nochmal. So. Auch sauber. So, jetzt wie gesagt, wir brauchen jetzt hier einmal den 10er Ring und den 10er Aufsatz. Wir lösen dann hier einmal die Schraube und jetzt versuchen, alles einmal auf dem Kopf umgedreht hier auf, hinzulegen, dass da später nichts durcheinander kommt, beziehungsweise das untere Stück herauszuholen. Weil wer hätte es gedacht, so eckig wie Sau. Dann nehmen wir uns wieder hier den kleinen 2er, 2,5er, was auch immer, und drücken das hier raus. Und hier ist auch nochmal eine Lichtung, um die wir uns gleich kümmern. Schimms, wie gesagt, vorsichtig sein. Unten sind auch nochmal Schimms dran. Und damit uns da nichts verloren geht, werden wir uns jetzt hier drum als erstes kümmern. Und zwar, wie gesagt, hier ist auch nochmal eine Dichtung. So, haben wir sie. Die suchen wir uns jetzt aus dem Service Kit heraus. Da ist er. Vorne, ich glaube, ich habe ganz blöderweise eine Lichtung verloren gegangen. Die muss ich jetzt erstmal suchen. So, Gott sei Dank habe ich sie wieder gefunden. Ich muss auf jeden Fall auch gleich mal meine Handschuhe wechseln. Hier die Lichtung drauf. So, dann kommt hier wieder rein. Kommt hier oben noch die Dichtung drauf. Und zwar diese hier. Und somit können wir das auch schon wieder zusammenbauen. Da kommt dann später noch hier außen rum die Dichtung. Aber das ist schon mal soweit fertig. Und ich wechsle jetzt einmal kurz meine Handschuhe. So, nachdem ich meine Handschuhe gewechselt habe, machen wir hier ein gutes Stück weiter. Und zwar brauchen wir für die obere Schraube auch den 10er. Ja. Ich glaube, dann nehme ich mal lieber den. Der fest besser. Doch hier machen wir das gleiche Prinzip. Von oben abbauen und einmal auf den Kopf gedreht hinlegen, damit wir gleich wissen, wie sich das alles gehört. Jetzt lüftet sich auch gleich das Geheimnis. Wir haben nämlich eine Dichtung. Und hier im selber sind eine Dichtung. Ah, sind tatsächlich zwei Dichtungen. Würde mich jetzt natürlich mal interessieren, was da genau für ein Dreck drin war. Na, werden wir auf jeden Fall gleich erstmal gucken. Dann nehmen wir hier die Plättchen ab. Können wir auch ein 1 machen. Auf dem Kopf herum. Auch hier. Sauber machen. Dann
können uns hier gleich um den Freund kümmern. Ich spreche mal so, dass ich da rankomme. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ein 2,5er. Und können damit die Beginning Rebound Schraube lösen. Einmal ganz aufdrehen. Nicht zu weit. Dann können wir die Schraube abdrehen. Macht sie auch direkt selbstständig. Einfach noch einmal sauber machen. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr den nicht zu weit abdreht. Die Stange kann man zwar auch noch demontieren, aber wenn ihr die zu weit rausdreht, dann habt ihr das Problem, dass ihr sie nicht wieder zurückdrehen könnt, weil dann quasi die Nadel im Weg ist, die Rebound-Nadel. Und dann wird es schwierig, weil hier ist auf jeden Fall Loctite drin und das sind mit 26 Newtonmeter, glaube ich, angezogen. Ja, das könnte ziemlich blöd werden. So, auch hier ein bisschen sauber machen das Ganze und dann können wir das Ganze auch mit dem 2,5er schon wieder festziehen. Hier werde ich jetzt nicht alle Dichtungen tauschen, nicht durch solche 100. Ich werde hier die äußere tauschen, den dicken Ring. Da ich das Service Kit nämlich geschenkt bekommen habe, fehlen genau diese Dichtungen. Und zwar zeige ich euch sofort, sind hier drinnen nochmal zwei Dichtungen. Einmal die ja, grün nenne ich sie mal, grün-bläulich, türkis, weiß ich nicht. Und hinter der ist noch eine Dichtung. Aber wie gesagt, ich habe das Service Kit geschenkt bekommen. Und leider fehlen genau diese beiden Dichtungen. Die gibt es auch so nicht einzeln zu kaufen. Also dachte ich mir, gut, bevor ich jetzt nochmal 40 Euro ausgebe für ein Service Kit und dann alles doppelt und dreifach habe, lasse ich die Dichtung erstmal drin, mache dafür alles schön sauber. Die Dichtungen sehen an sich auch noch gut aus. Und beim nächsten Service werden die dann auf jeden Fall mitgemacht. Und somit können wir das Ganze auch schön wieder zusammenbauen. Zack, einmal, zweimal, dann noch die große Dichtung drauf. So, und somit können wir jetzt schon wieder anfangen, hier alles zusammenzubauen. Wie gesagt, mit diesen Chims schön aufpassen, dass euch da nichts durcheinander kommt. Das sind auf jeden Fall einige, die ihr dann da wieder sortieren müsstet. Jetzt ziehen wir das Ganze mit der Zehnernuss wieder fest. Zack. Dann kommen hier noch die Dichtung rein. Eins. Nummer 3. Somit sind wir auch hier schon fertig und können uns der nächsten Dichtung widmen. Hier kommt auf jeden Fall auch eine Dichtung drauf. Sitzt auch ordentlich straff. Na. Zack. So, Dichtung drauf. Hier. Dichtung 1, schön darauf achten, dass sie gerade drauf sitzt. Dichtung Nummer 2. Ist auch schön gerade drauf sitzen. Hier kommt, wie gesagt,
hier noch diese Dichtung drauf. Packen wir gleich mal zusammen. Zack. Jetzt fehlt uns nur noch hier. Und das war's an Dichtung. Das brauchen wir später. Das ist hier für die ganzen IPF-Schrauben, die auch über sind. Und doppelt. Zwei Stück brauchen wir. Bereiten wir uns schon mal vor. Einmal und zweimal. Hier ist noch ein Dichtungssatz, den brauchen wir später noch. Die Dichtung ist zu viel. Das ist die Dichtung hierfür. Und somit haben wir auch erstmal alles getauscht. Und ich mache hier kurz das alte Ölmal-Zeugs mal weg. So, als nächsten Schritt will ich mir hier mal kurz die Schrauben angucken. Dafür, eigentlich steht in der Beschreibung, die ich euch übrigens auch in der Videobeschreibung verlinke, dass es ein 1,5er Torx Imbus ist, aber irgendwie passt der nicht. Deswegen habe ich hier zum Glück so einen ganz ausgenudelten Feinmechaniker-Schlüssel und damit kriege ich die Schrauben auf jeden Fall ab. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, oben sitzen jeweils Kugeln drauf, kleine Kugeln. Die machen wir erstmal ab. Einmal für die Compression, wenn man den Rewind kriege ich glaube ich so nicht ab, da gucke ich mal, da brauchen wir auf jeden Fall den 5er war es glaube ich, oder so, der 6er müsste es gewesen sein, können wir auf der anderen Seite, doch der 6er, und hier auf jeden Fall einmal lösen, ist mal sehr flach das Ganze. Aufschrauben, so eine Feder drin. Das gleiche machen wir auch auf der Compression-Seite. Zack. Compression-Versteller. Jetzt nehmen wir das hier auch einmal raus. Machen es nur einmal komplett sauber. Ein bisschen Fett dran und dann bauen wir alles wieder zusammen. Die Feder, die nervt ein bisschen. Ist aber nicht schlimm. 6er Imbus, so ist er. Jetzt kann man das Ganze hier wieder festziehen. Dann beim Anziehen. Perfekt. Compression. Noch festziehen. Vorne, wie gesagt, kommt jetzt eine Kugel rein. Wundert euch da bitte nicht. Ich habe es beim letzten Mal. Die Kugel ist einfach unglaublich größer als die, die hier drin war. Deswegen passt da auf jeden Fall auf und nimmt die alte Feder, die alte Kugel. Die Feder dazu. Perfekt. Und somit können wir uns auch schon dem Wiederzusammenbau widmen.